Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear 2. Es darf weiter gegruselt werden und ich habe jetzt auch das Gamepad angeschlossen, wie versprochen. Und ja, mal gucken, wie ich damit klarkomme. Ich spiele halt selten, also Konsole eigentlich nie so. Bin eher der PC-Gamer und deswegen ist Gamepad für mich immer so ein bisschen fremd. Medium habe ich auch schon mit Gamepad gezockt, weil es einfach angenehmer war tatsächlich. Und deswegen machen wir das jetzt auch mal hier. Und dann gucken wir doch mal, wie das hier alles mit, wo ist denn jetzt die Hand? Mit X? Oh, das wollte ich nicht. Das? Hallo? Hä? Wie kann ich denn jetzt greifen? Was soll denn das jetzt? Moment. Moment, Menü? Ich gehe noch mal ganz kurz rein. Muss mal ganz kurz luschen. Summen, ducken, rennen, umschalten, Inventar, aha, interagieren, recht, RT. Achso, na gut. Okay, alles klar. Hab verstanden und dann muss ich so arbeiten. Ah, okay. Gut, wie gesagt, ne? Ja, das wird ja holperig werden, ich weiß ja nicht. Na, mal gucken. Oh Gott, und jetzt vibriert das auch wieder in der Hand. Oh nein. Ja, gibt Schlimmeres, ne? Ich mach mal hier wieder. Ich glaube, ich will das gar nicht. Okay. Hallo? Anyone? Ich höre Stimmen. Flüstern. Es flüstert irgendjemand. Okay, also, lass mal hier die Lage sondieren. Wir müssen irgendwie... Ich laufe jetzt erstmal hier lang. Aber hier ist nichts weiter. Also mal gar nichts. Vielleicht sollte ich doch lieber mit Maus und Tastatur spielen. Ich bin noch unsicher und unschlüssig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Was denn? Oh Gott, diese Geräusche. Okay. So. Abgeschlossen. Es wackelt. Es wackelt. Hier ist nicht abgeschlossen. Mal gucken. Okay, dieses Flackern ist auch nicht irgendwie hilfreich, so finde ich. Kleiderschrank. Eine Frau und ein Mann. Für eine Übernachtung wahrscheinlich. Die Frau hat zwei Kleider eingepackt, weil sie nicht wusste, was sie anziehen soll. Okay. So. Ja, hallo? Wieso geht das mit X jetzt nicht? Ah, jetzt. Seite oben abgerissen. Vielen Dank für diese Information. Traf der Regisseur die beispiellose Entscheidung, seinen nächsten Film an Bord eines Kreuzfahrtschiffs zu drehen, das den Atlantik überquert. Die Details zum Drehbuch werden zwar geheim gehalten, doch unsere verlässlichen Quellen behaupten, dass unlesbarer Name der Star des Projekts sein wird. Möglicherweise eine logische Wahl, wenn man die fabelhafte Karriere und die Vielzahl der hochgelobten Rollen des Filmstars berücksichtigt. Es scheint, als hätten die kürzlich aufgetauchten Gerüchte über die privaten Probleme des Stars den Regisseur nicht abgeschreckt. Welche Gerüchte? Welche Gerüchte? Wir haben hier ein Doppelstockbett. Sehr interessant. So, und hier ist nichts weiter. Wir müssen, glaube ich, mit Maustastatur weiterspielen. Das ist mir zu holperig, das Ganze.
So, nee, warte mal, von da kam ich von hier? Nee. War schon richtig, ne? Hier geht's weiter. Hier ist irgend so ein Maschinenraum. Nee, doch, so ein, das ist irgendwie wahrscheinlich für die Angestellten. Für die Besatzung. Hier mit so einer Hängematte. Nase juckt. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen kribbelt meine Nase gerade akut. Das ist überhaupt nicht cool. So, was haben wir denn hier? Schnäpsereien und Dinge. Darf ja nichts übersehen, ne? Wenn wir irgendwelche Rätsel lösen müssen oder so. Ich mach erstmal einen Ventilator an. Ich glaube, das tut uns auch ganz gut. Ist ganz schön warm hier drin, ne? Sehr warm, ist direkt über dem Maschinenraum und so. Deswegen ist es hier ganz gut. Oh. Ein Schlüssel. Den sack ich mal ein. Genau, deswegen ist es ganz gut, wenn wir den Ventilator mal anmachen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Genau wie mit dem Wasser vorhin bei uns in der Kabine. Dann können wir da gleich reinspringen, wenn wir nachher zurückkommen. Dann, ne? Gleich ein schönes Bad nehmen. Nach dem ersten Akt kann man dann auch mal ein Bad nehmen. Komme ich hier nicht mehr... Komme ich hier nicht lang? Weil die Tür auf ist? Echt jetzt? So, ja, hier ist noch ein Brief. Hier ist noch ein Brief. So. Ha, wie war das jetzt? Wie habe ich jetzt, da, mit, Rechteck. Gut. Von Sicherheitsbüro an leitender Sicherheitsbeauftragter. Die neuen Abläufe treten ab kommender Woche in Kraft. Die Firma macht Sie persönlich für deren Einhaltung verantwortlich. Bereiten Sie alle Wachen auf ausführliche Anweisungen vor. Wie Sie bestens wissen, gab es in der Vergangenheit bereits Fälle von unerwünschten Personen, die an Bord gelangt sind. Wir müssen sicherstellen, dass dies nicht mehr vorkommt. Kurz gesagt, blinde Passagiere werden nicht toleriert. Ja. Ja, okay. Gut, weiter. Kommen wir vielleicht hier durch, weil wir haben ja einen Schlüssel, ne? So, okay. Tür auf. Die regnet jetzt auch rein. Zum Duken Y drücken. Das passt bei mir natürlich nicht. Ich habe ja so eine alte PS3, so ein altes PS3-Gamepad. Okay, wir duken uns mal. So. Kann ich wieder hoch, ne? Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Gut, dann hier rein. Hier war jetzt nichts. Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Hoffe ich zumindest. So, was haben wir hier? Hier wird gerade gespeichert. Das finde ich sehr gut. Okay. Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Mhm. Okay. Ah. Schon wieder diese Ratten. Okay. Hallo? Die Atmosphäre ist schon wieder echt heftig, ne? Muss ich sagen. Okay, let's go. Lass uns mal hier runtergehen. Eine Kiste. Okay. Aber nichts, was wir jetzt hier gebrauchen können. Wir können da nichts draus rausnehmen. Sehr schade. Wir können zwar eine Kiste aufmachen, aber können den Hammer nicht nehmen. Hm. Ich lasse sie mal auf, ne? Vielleicht brauchen wir das Teil relativ schnell. Man weiß es nicht so genau. So, wir sind jetzt hier in einem Funkraum, würde ich vermuten. Wo die ganze Kommunikation stattfindet. Zum Hafen oder zu den verschiedenen Häfen vielleicht. Hier können wir Morsezeichen geben.
Headset? Hallo? Oh Gott. Kann ich hier noch irgendwas machen? Dreimal kurz, einmal lang oder wie war SOS? Ich weiß es nicht. So. Oh, wir sind natürlich jetzt in einem ganz anderen Raum. Logisch, oder? Das hier war ja eben noch diese Kiste, die jetzt nicht mehr da ist. Und hier ist auch nichts weiter. Alles klar, los weiter im Text. Es wird gespeichert. So, hier ist nichts. Langer Raum. Tür zu. Da soll ich dann wohl angeblich reingehen, würde ich jetzt mal vermuten. Mache ich aber nicht, weil ich jetzt hier reingehe. Haha. So. Ich mach kurz die Tür zu, ne? Ja, gut. Was haben wir denn hier so Feines? Zigarrenkiste. Und hier ist einfach nur ein Klo. Ich gehe erstmal hier gucken. Köfferchen. Keine Sachen, mit denen wir interagieren können, außer das hier. Da geht's wieder raus. Mach zu. So. Und hier sind noch ein paar Schubladen. Ein Bild. Nee, ein Dia. Muss ich mitnehmen, muss ich mir angucken bei uns, wenn wir denn später wieder zurück sind, ne? Dann haben wir hier ein Dia, was wir uns anschauen können. So, mehr ist hier nicht. Alles klar. Gut. Hä? Moment. Oh nee, die Tür ist weg. Wieso ist die Tür denn jetzt weg? Och Manu, ich wollte doch noch hier ins Badezimmer gehen. Was soll das denn? Das finde ich nicht okay. Komme ich da nochmal rein? Oh ja, gut. Nein! Och Mann! Ach, Menno. Ich muss mir angewöhnen, gleich da reinzugehen. Und nicht zu warten. Hier ist noch irgendwas. So. Hallo? Nein, ich will das nehmen. Eine unerreichte Meisterleistung. Gute Schauspielerei kann ein unheimliches Geschäft sein. Es braucht viel Mut, um das Bewusstsein über das eigene Selbst zu verlieren und eine Figur nicht nur nachzuspielen, sondern sich wirklich in sie zu verwandeln. Nur wenige bringen so viel Mut auf und dennoch geschieht es ab und zu. Das kann ich nach meinem Besuch des Königlichen Theaters gestern Abend persönlich bezeugen. Wie die treuesten meiner Leser wissen, werfe ich nicht gerade mit Lob um mich. Was? Wie? Nochmal kurz. Wie die treuesten meiner Leser wissen, werfe ich nicht gerade mit Lob um mich. Wirft und bin alles andere als leicht zufriedenzustellen. Okay, das ist irgendwie merkwürdig gerade, der Text. Egal. Und dennoch muss ich zugeben, dass mich die Hauptfigur dieses Werks sprachlos gemacht hat. Die schauspielerische Leistung von unleserlicher Name war vollkommen unerschrocken und geradezu überweltlich. Es war, als ob sich die Person auf der Bühne vor meinen Augen auflöste und einen neuen Charakter ins Leben rief. Seite abgerissen, wahrscheinlich der erste Teil, ne? Interessant. Ich kann nichts sehen, ist kein Spiegel. So, dann gehen wir jetzt raus, weil wir kommen ja hier nicht mehr zu dem Badezimmer, was ich sehr schade finde. Aber gut, dann gehen wir halt hier rein. Oh Gott. Abgeschlossen, cool. Auch abgeschlossen. Ich drehe mich mal kurz um. Ja, gut. Das oder auch nicht gut. Ich weiß es nicht genau. Hier ist nur Koffergedöns und hier geht's weiter. Eieiei. So, Tür zu. Dankeschön. Es speichert das Spiel.
Hier ist es sehr dunkel. Taschenlampe wäre sehr nett. Haben wir aber nicht. Hier geht's wieder nach draußen, ne? Abgeschlossen, okay. Hier ist irgendwas zum Lesen. So. Sehr geehrter Gast, tut mir leid, dass ich so direkt bin, aber als ich erfahren habe, dass wir auf demselben Schiff reisen, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen. Ich bewundere Ihr Talent, Ihre Auftritte erfüllen mich wie keine anderen. Es wäre stark untertrieben zu behaupten, Sie wären mein liebster Filmstar. Ich wünschte, wir könnten uns persönlich treffen. Wenn Sie jedoch nur dieses schlichte Stück Papier mit Ihrer Unterschrift segnen können, würde ich dies sehr schätzen. In jedem Fall bleibe ich auf ewig Ihre größte Bewunderin. Ja, okay. Das ist ja erstmal nett, würde ich sagen. Hier geht's weiter. Tür zu. Tür, die nicht aufgeht. Hier wird geraucht irgendwie so. Aha, hier ist mir irgendwo Musik an, die ich gerne ausmachen möchte. Ist die gerade umgefallen? Ja, die ist gerade umgefallen. Ist denn hier irgendwas, was ich beachten soll? Gut, so. Nächste Folge spielen wir wieder mit Maus und Tastatur. Weil ich denke, dass ich das besser steuern kann. So. Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets him on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Also wir haben offensichtlich Bewunderer, aber auch nicht. Wir haben auch Leute, die uns nicht so cool finden. Das ist ja Klassiker, ne? Das kennt ja jeder, denke ich mal. Boah, schon wieder irgendeine Vase. Hä, hey, warte mal. Sieht schon ein bisschen ähnlich aus, oder? So what if the guy's a little nuts? He's a director. It comes with the job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Wir kommen von jeder Seite einmal rein, ne? Deswegen, ich wollte gerade sagen, das ist doch immer das gleiche Zimmer. Jetzt kommen wir von der Seite rein. Die Vase müsste eigentlich wieder runterfallen. I think it's all an act. Und zack. Ja. Ist alles eine Aufführung. Okay. Speichern. Also noch sehe ich gar nicht durch, ne? Also weiß ich nicht. Aber darum geht es ja. Wir sollen jetzt entdecken, was hier passiert ist oder was hier los ist. Von Icarus Transatlantik Sicherheitsbüro an alle Offiziere. Die meisten von Ihnen haben schon von den Hollywood-Filmen gehört, der an Bord unseres Schiffes gedreht wird. Wir senden Ihnen genaue Anweisungen darüber, welche Decks für gewöhnliche Passagiere gesperrt werden müssen. Und das Wichtigste, die Filmcrew und Schauspieler dürfen nicht gestört werden. Okay. Ja, nicht stören. Da gehe ich nicht rein. Das ist mir zu dunkel. The world's a stage, but the play is badly cast.
schlecht besetzt. Aber wir sind doch der Hauptdarsteller, oder? Oder? Kann ich hier irgendwo hinlaufen noch? Man sieht wieder nichts, ne? Hier ist auf jeden Fall eine Tür, die ist abgeschlossen. Okay. Ich weiß jetzt nicht so genau. Ich gehe einfach mal wieder zurück, ne? Ein Licht im Dunkeln. Ja. Ein Licht im Dunkeln. Du meinst also das? Da war ich ja gerade. Do you remember? Nein. Ich erinnere mich nicht. Before the world told you who you should be, do you remember who you were? Nein. Come. Wohin? I will make you remember. Ja. Erinnerung, Sprünge, ja. Ich gehe dahin. Hilf mir auf die Sprünge. Ah, Tür zu. Nein? Nicht die Tür zu. Okay, hier war ich doch schon. So viele haben es versucht. Teil meines größten Werkes zu sein, als ob es hier eine andere Wahl gab. Nur eine Person kann diesen Charakter zum Leben erwecken. Nur eine Person ist gebrochen genug, um ihn zu erschaffen. Ja, wir? Ja, okay. Gleich fällt wieder eine Vase und wieder eine fette Lilie drin, ne? I believe in you. Ja? Okay. Danke. Oh Gott. Na gut. Ich kann das nicht drehen übrigens. Es kann man nicht drehen. Das sieht gruselig aus. Furchtbar. Es ist aber von einem Kind offensichtlich. Und wir hatten ja am Anfang, in dem Spiegel, hatten wir ja so ein Schwarz-Weiß-Bild von einem Jungen gesehen, ne? So. Okay, was passiert hier? Ein Vogelkäfig. Der goldene Käfig. Das ist doch bestimmt irgendeine... Oh, ein toter Vogel. Was, eine Piratenmütze? Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. Das ist der Junge, oder? Das müsste er sein. Hallo? Alter. Meine Fresse. Puh. Okay, kann ich hier lang irgendwie? Hier ist doch noch irgendwas. Ein Piratenschiff. Also irgendwas mit dem Kind. Und wir sind Mr. Hardy. Ah, hier ist irgendwie ein Hebel oder sowas. Ein Zahlenschloss. Schön. Dreistellige Zahl, okay. Warte kurz, ich muss das eben eruieren. War hier irgendwas drin? Haben wir denn jetzt ein Inventar? Ein Dia-Foto haben wir. Das Inventar ist unten aufgeleuchtet, ne? Guck mal hier, ich habe hier... Genau, unten rechts. So. Das hier kann ich nicht mitnehmen. Es hat auch, hat das irgendwie eine Inschrift oder so? Ist hier irgendwo was eingezeichnet? Ach, das ist einfach eine Augenklappe, ne?
Okay. Okay, ich muss kurz gucken, ob ich hier wieder rauskomme. Nee, also wo kriege ich jetzt diese dreistellige Zahl her? Ah, warte mal, ich gucke doch mal auf das Bild hier. Soll ich das jetzt daraus erkennen, was für einen dreistelligen Code wir haben? Wir können das nicht drehen, das Bild. Joa. Und hier ist jetzt auch nichts irgendwie, was wir erkennen können. Kann ich denn das drehen? Also ich kann es jetzt auch nicht bearbeiten, muss ich ehrlich sagen. Oh, huch. Ja, Leute, müssen wir auf jeden Fall, muss ich wieder Tastatur. Ist aber kein Problem, ist ja nur einmal kurz ändern. Abziehen und dann Tastatur. Aber wo finde ich den Code? Wir haben jetzt zwar ein Dia, aber damit kann ich jetzt nicht wirklich viel machen. Was ist denn, was hat das hier auf sich? Das muss auch irgendwas sagen. Wake up, Mr. Hardy. Oder was hat er gesagt? So, ich gucke hier nochmal kurz. Haben wir noch irgendwo einen Schrank oder sowas? Oder irgendetwas übersehen? Fakt ist, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Das ist sehr ärgerlich. Was hat das denn hier zu sagen, hä? So klingelt das jetzt an meiner Tür. Warum? Es ist spät. Wer klingelt um die Uhrzeit an einer Tür? So. Kann ich vielleicht trotzdem öffnen? Ich habe, ja, meine Lieben, würde ich sagen, in der nächsten Folge kriegen wir dieses Rätsel raus. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein, oder was? Muss ja irgendwie offensichtliche Geschichte sein, die wir hier vielleicht erkennen könnten. Nur ich bin wieder zu blind oder so. Ich kann aber auch leider dieses Ding hier gar nicht drehen. Was ich noch für doofer finde. Ah, ach so geht das. Warte mal. Ich mach mal 1, 2, 3, okay? Und wo muss die 1 sein? Da, ne? So, hier. Weiß es jetzt auch Quatsch hier. So, dann müsste das ja jetzt eigentlich funktionieren. Was es wahrscheinlich nicht tut, genau. Ja, habe ich mir fast gedacht. Wir kriegen das raus. Aber in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.